Nach 2,5 Wochen brannten die 09er auf ihren nächsten Auftritt in der NRW-Liga. So war 09 zunächst auch feldüberlegen und drängte auf das frühe Tor. Die erste Torchance lag jedoch auf Seiten der krisengeschüttelten Felberter. Luciano Filladis abgefälschter Freistoß landete unhaltbar im Kasten von Philipp Kunz. Doch 09 blieb nach dem Treffer ruhig und verbesserte das Spiel nach vorn, besonders über die Außen. So sorgte Neuzugang Vincenzo Burgio mit einem Kopfballtor für den verdienten Ausgleich. Dies war zugleich auch der Pausenstand. 09-Trainer Dirk Helmick sah nach der Pause dann aber den Knackpunkt im Spiel der 09er. Nach einem schönen Spielzug der 09er zeigte Schiedsrichter Savinic auf den Punkt. Bulut Aksoy, zur Pause erst eingewechselt, wollte die Verantwortung übernehmen. Doch Keeper Deutz konnte parieren und statt selbst zu führen, traf nur 2 Minuten später Enes Kaya mit einem Heber zum 2:1 für die Spielvereinigung. Und spätestens nach dem 3:1, nur 10 Minuten später, war die Gegenwehr der 09er endgültig verflacht. 09 war nicht mehr in der Lage, das Spiel zu drehen, auch wenn Farah Toko durch einen Handelfmeter noch den Anschlusstreffer markierte. Denn nur 2 Minuten später erhöhte Julius Stegmann per Kopf auf 4:2. Anschließend sah Christoph Schmidt die rote Karte wegen Tätlichkeit, ehe Erdan Eraslan mit einem Distanzschuss zum 5:2 Endstand erhöhte. Das Punktepolster aus den äußerst erfolgreichen ersten Partien der Saison schmilzt immer weiter. Doch schon am kommenden Mittwoch im Nachholspiel gegen den SV Schermbeck haben die 09er wieder die Möglichkeit zu punkten. Denn eins ist klar, 09 braucht ein Erfolgserlebnis.